So, Freunde, endlich das Simon Unge Statement und er macht es taktisch so klug. Nach all den Vorwürfen, die jetzt im Raum stehen, nennt er sein Video einfach Abschied plus Statement. Es ist sehr, sehr vieles wahr gewesen. Zumindest hat er einiges davon zugegeben, wie zum Beispiel diese Sache mit dem Fake-Account, dass er sich selbst verteidigt mit dem Fake-Account und diverse andere. Hören wir, was er hier noch alles zugeben wird. Ich bin mega gespannt. Auf entspannt zurück in den Hasen. Let's go! Hey Leute. In diesem Video möchte ich gerne Stellung beziehen zu den Vorwürfen, die im Raum stehen. Ich möchte vorab sagen, ich versuche jetzt kein langes Drama-Video draus zu machen. Ich möchte alles ehrlich mit euch besprechen und beantworten, ohne sarkastische Scheiße. Ihr wisst, ich laber viel sarkastische Scheiße und auch auf Twitter habe ich viele Sachen davon sehr sarkastisch und ironisch beantwortet, was auch vielen Leuten natürlich dann sauer aufgeschlagen ist. Kann ich verstehen, weil die natürlich auch ein vernünftiges Statement erwarten. Ich fand viele Sachen aber so übertrieben dargestellt, dass ich es irgendwie nicht anders als mit Humor nehmen konnte im ersten Moment. Und jetzt nochmal alles ganz sachlich und ehrlich und ohne übertriebenes Panzerfaustgelaber. Ich habe auf jeden Fall viele Fehler gemacht. Ich habe gelogen, ich habe mich asozial verhalten und ich werde in diesem Video auch einige Sachen, hey Schatzi, ich werde in diesem Video auch einige Sachen ansprechen, die von mir absolut nicht korrekt waren. Aber ich möchte auch Sachen ansprechen, die in die ich so reingezogen werde, beziehungsweise wie ich dargestellt werde, was nicht 100% der Fall ist. Vieles, was gesagt wurde, hat einen wahren Kern. Deswegen möchte ich auch nicht irgendwie alles abstreiten oder so. Vieles, was in den Videos gesagt wurde, hat einen wahren Kern. Aber vieles ist sehr, sehr stark ausgeschmückt. Ich habe im Vorfeld schon ein Statement auf Twitter abgegeben zu den drei besagten Damen. Und das Statement ist nach wie vor aktuell. Also da hat sich nichts dran geändert. Zu der Rachel-Thematik habe ich mir hier noch ein paar Stichworte gemacht, die ich nochmal separat hier ansprechen möchte. Und danach komme ich zum Wig-Thema. Und alles, was ich in dem ersten Twitter-Statement gesagt habe, wo das so viele Seiten hatte, das ist mein Statement zu den drei weiblichen Personen. Zu Wig kommt das in diesem Video zum ersten Mal. Und zu Rachel gibt es eine Ergänzung, weil sie auch nochmal ein Video gemacht hat, was auch nochmal ausführlicher war und wo viele Sachen nochmal angesprochen wurden, mit denen ich nicht gerechnet habe. Also, gut. Ich habe jetzt einfach hier mal so ein paar Punkte rausgesucht und ich werde die einfach jetzt nach und nach beantworten. Also, ich habe rassistische Jokes über meine Freundin vor anderen Leuten gemacht. Wurde unter anderem behauptet. Sowas wie, ja Leute, wisst ihr, wo ich sie kennengelernt habe? Thailand-Katalog, 20 Euro, sowas. Stimmt, ist genauso passiert. Nur, was der Unterschied zu dem war, wie es im Video dargestellt wurde, zu der Zeit hat meine damalige Freundin selber mitgelacht und hat das alles mit Humor genommen und zu keinem Zeitpunkt irgendwie mir deutlich gemacht, dass es irgendwie grenzüberschreitend war, whatever. Und ja, Bruder, trotzdem falsch. Aber ich muss ihn hier verteidigen. Wir Männer sind manchmal so dumm, wenn wir verliebt sind oder denken, ey, diese Person gehört jetzt zu uns. Wir überschreiten oftmals Grenzen, die nicht richtig sind. Und im Nachhinein checkt man dann, dass es falsch war. Trotzdem schön, dass er hier einiges zugibt. Und korrekt ist es nicht. Nee, möchte ich auch gar nicht irgendwie jetzt gut reden. Also Rachel ist kein Thailänderin, sondern halb russisch, halb äthiopisch. Und warum ich solche Sprüche gemacht habe, also sie hat einen äthiopischen Vater und eine russische Mutter, warum ich solche Sprüche gemacht habe, keine Ahnung, das ist irgendwie mein dummer Humor, so. Und ja, es ist genauso passiert. Also nur der Unterschied dabei ist, dass es damals halt alles noch mit Humor aufgefasst wurde und hätte sie angesprochen, jo, bitte sag das nicht mehr, ich fühle mich unwohl damit, dann hätte ich es auch getan. Aber das ist nicht zum Gespräch gekommen. Klar, man könnte jetzt sagen, jo, ich bin absolut nicht einfühlsam gewesen. Und hätte es von alleine merken müssen, hätte ich, ja, ist ein Fehler, gut. Also kann ich nicht abstreiten, ist genauso passiert. Dann wurde gesagt, dass ich die Katze von meiner Freundin damals sehr schlecht behandelt hatte, dass die Katze auch panische Angst hatte. Und zu dem Thema, da gibt es wirklich sehr, sehr viel zu sagen. Ich versuche es kurz zu halten. Damals, als Rachel nach Madeira gezogen ist, hatte sie nicht ihre Katze dabei. Also erstmal ist sie einen Monat zu Besuch gewesen. Dann waren am Anfang total verliebt und natürlich hat sie auch in ihrem Video gesagt, ich wollte, dass sie so schnell wie möglich herkommt. Ja klar, also ich wollte, dass sie so schnell wie möglich zu mir zieht oder dass wir halt zusammenziehen. Und weil ich gerne bei ihr sein wollte. Ne? Also das ist ja auch, erstmal macht das ja Sinn. In der Zeit, wo sie nicht zu Hause war, also nicht in Berlin, bei ihrem in ihrem Zimmer, wo sie hat mit ihrer Mutter da zusammen gewohnt, hat sie ihre Katze halt bei ihrer Mutter erstmal gelassen und der Plan war, dass sie dann irgendwann nachkommt. Und die Katze hatte damals schon bei ihr zu Hause panische Angst vor ihrer Mutter, weil die Mutter mit dem Staubsauger da irgendwie die Katze da belästigt hat. Und also die Katze ist generell sehr, sehr scheu, wie Rachel auch in dem Video gesagt hat. Und was ich auf jeden Fall Rachel zugutehalten muss, ist, Rachel hat sich wirklich um die Katze
sehr, sehr gut gekümmert. Also Rachel ist ein wirklich tierlieber Mensch, zumindest was ihre Katze angeht. Und sie hat da auch nie irgendwie ihre Katze schlecht behandelt oder so. Sie hat immer ihre Katze respektvoll behandelt. So. Okay, im Gegensatz zu dem Statement von Anni gibt er ihr sehr oft recht und versucht sich nicht auf Krampf zu verteidigen in den einzelnen Punkten. Hier ist er ihr auf jeden Fall schon mal einen Schritt voraus. Bis jetzt sehr angenehm mit anzuhören, das Statement. Nie irgendwas geforst, die Katze hochgenommen, wenn sie es nicht wollte oder irgendwas, sondern einfach, ja, Dicker, sondern einfach die Katze gut behandelt, ne? Das muss ich ihr gut zureden. Also, das muss ich anerkennen, so, weil die hat ihre Katze wirklich sehr korrekt behandelt. So, so wie sie das auch gehört. So wie man halt Katzen auch behandelt, ne? Grüße gehen raus an Anni. Dann war die Katze eine Zeit lang bei ihrer Schwester. Ihre Schwester wohnt nicht in Berlin, sondern in einer anderen Stadt. Und da hatte die Katze auch panische Angst. Die Katze war unter der Couch den ganzen Tag versteckt. Ihre Schwester hatte zu dem Zeitpunkt auch eine Beziehung, oder vielleicht hat sie es immer noch, keine Ahnung, ich kenne mich nicht mehr mit der Familie so aus. Und die Katze hat auch super viel Angst gehabt vor dem Freund ihrer Schwester. Und mir wurde damals gesagt, ja, sie hat generell, also die Katze hat generell Angst vor Männern, weil damals hatte Rachels Mutter einen Freund und der Freund kam besoffen nach Hause und hat die Katze getreten und auch so mäßig weggetreten und war richtig aggressiv zur Katze so. Und die Katze hat halt übelst Angst vor anderen Leuten, außer vor Rachel. Und generell, ne, also ich will jetzt nicht da zu tief in das Familienleben von Rachel rein. Gretchen, was sie mir auch alles über ihre Mutter erzählt hat und so, ja, da gibt es viele Sachen zu erzählen, wo sie so viele Sachen über mein Privatleben ausgepackt hat. Ich könnte einiges erzählen, aber es macht keinen Sinn. Ich möchte Rachel nicht mehr schaden oder irgendwas. Ich möchte niemanden schaden. Ich möchte einfach nur meinen Frieden und ich hoffe, dass auch Rachel einfach ein gutes Leben führt und hoffe, dass alle einfach happy sind so. Aber auf jeden Fall ging damals bei ihrer Familie schon einiges ab mit der Katze. So, nur das als Vorgeschichte. Die Katze ist dann irgendwann bei uns eingezogen und hatte auch Angst vor mir. Logischerweise, also sie hatte Angst vor vielen Menschen, auch halt eben überwiegend vor Männern. Und ich bin jetzt nicht auch unbedingt der kleinste Mann, ich bin ziemlich groß und manchmal trampel ich auch. Ich bin ein kleines Trampeltier und die Katze hat oft gefaucht. Also die hat mich wirklich sehr, sehr oft angefaucht, ist einfach die Rat. Und am Anfang habe ich sie auch nicht übel genommen. Manchmal habe ich das so ein bisschen traurig gemacht, weil ich mir dachte so, schade, ich würde der Katze gerne so zeigen, dass ich ganz lieb bin. So. Und das habe ich auch Rachel erklärt und habe mit ihr darüber gesprochen. Und im Nachhinein hat Rachel das so dargestellt, als ob ich irgendwie erwarte von der Katze Dankbarkeit, also dass ich von der Katze Dankbarkeit erwarte. So nach dem Motto, warum ist die Katze so undankbar? Sie, ich zahle ja alles und so. Das habe ich so nicht gesagt. Und das ist der erste Punkt, wo ich sagen muss, das ist so aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe mir gewünscht, dass die Katze so mich irgendwo als Menschen in ihrem Umfeld anerkennt, na klar, weil ich möchte natürlich auch in Harmonie mit der Katze zusammenleben, klar. Aber so wie es dargestellt wurde, ist es nicht gewesen. Ich lebe ja auf dem Hof mit 9 Katzen zusammen. Und ich kann euch auch gleich ein Video aufnehmen, wo ich zu den Katzen gehe. Keine von diesen Katzen wird von mir weglaufen. Ich habe noch nie eine Katze gequält, geschlagen, getreten oder irgendwas getan, dass die Katze sich unwohl fühlt. Außer, und da komme ich jetzt zu dem Punkt, was stimmt, ich habe mit Rachel oft Streit gehabt. Wir haben uns auch angeschrien. Und das tut mir auch im Nachhinein super leid. So, das ist absolut scheiße, sich anzuschreien. Also, das ist auch eine Sache, weshalb ich in Therapie war. Ich war nach der Beziehung mit Rachel in Therapie. Allerdings nicht so lange, wie es, sagen wir, nötig gewesen wäre. Deswegen möchte ich auch gerne in Zukunft nochmal eine Therapie angehen. Und solange das nicht durch ist, werde ich mich auch aus dem Internet weitgehend raushalten und mich dann erstmal wieder melden, wenn das alles durch ist. Weil ich weiß, dass ich auch Probleme habe und ich habe auch einen Knacks und ich habe auch, also diese ganze Influencer-Welt über mehr als 10 Jahren hat auf jeden Fall auch was an mir gemacht, so. Will mich jetzt nicht als Opfer darstellen, aber das ist schon, es hat auf jeden Fall was mit mir gemacht, so. Ich bin auch nicht psychisch der stabilste Mensch, so. Und diese Katze hat halt oft den Streit miterlebt, weil sie, wir haben in einem Container gewohnt, der Container steht da hinten. Das ist dieser, warte mal, wo haben wir hier die Kamera? Das ist dieser Container da. Da wohnt mein Bruder jetzt drin, mein Kleiner. Und der Container ist nicht besonders groß, 36 Quadratmeter. Und da haben wir zu zweit drin gewohnt. Und als alles noch hier eine Baustelle war. Ne? Also als noch Baustelle war, da gab es noch keine anderen Wohnmöglichkeiten. Blablabla. Und ich habe die Katze mal rausgesetzt. Ja, hier in einem sicheren Umfeld. Also da sind noch Treppen vom Container und so ein sicheren Space. Ich habe die Katze rausgesetzt. Ich habe sie auch einmal im Streit rausgescheucht. Und ich habe in der Gegenwart der Katze halt geschrien, weil ich in dem Streit mich zum Streiten, also im Streit mich zum Schreien halt eben bringen lassen habe. Und ist ja meine Schuld. So, ich habe geschrien, war scheiße so. Und das war das, was ich mit der Katze gemacht habe. Ich habe vielleicht mein Bett gelegen und meine Socken irgendwie aus dem Bett geworfen und keine Ahnung, Rachel gesagt, wirf es nicht zur Katze, dann fühlt sich bedroht oder solche Sachen, ja. Aber so, wie es dargestellt wurde, ist es nicht. Also so krank, wie es da dargestellt wurde, ist es nicht. Ich habe keinen Koffer nach der Katze geworfen. Ich kann mir nur vorstellen, dass im Streit irgendwie mal, dass ich mal irgendwie gegen den Koffer gerannt bin, weil das halt wirklich eng in diesem Container ist und dass es dann so dargestellt wurde, dass ihre Schwester geschrieben hat, er hat mit dem Koffer nach der Katze geworfen und dass es im Nachhinein jetzt so ausgelegt wird, als wäre es die Realität, ist es meiner Meinung nach nicht. Aber ich möchte Rachel auch nicht ihre Realität absprechen, weil man erlebt ja auch Dinge anders. So, manche Dinge erlebt man ja auch in so einer emotionalen Situation anders.
Ich weiß nur, für mich persönlich, ich habe nichts gemacht, was die Katze quält. Ich habe trotzdem die. Er versucht zu auf Krampf auf vier korrekt zu tun. Ja, nee, entweder hast du den Koffer gepackt und Richtung Katze geworfen oder hast du nicht gemacht. Das gibt keine zwei Realitäten da. Ja, nee, dass du da vorbeigehst mit deinem Fuß gegenknallst und dieser Koffer fliegt gegen Wand, fliegt gegen Decke, fliegt gegen die andere Wand und fliegt auf die Katze. Oder ich küsse sein Herz, reicht doch langsam hier. Dinge getan, wo ich denke, hätte nicht sein müssen, dass ich die Katze vor die Tür gesetzt habe. In dem Streit, weil ich mir dachte, ist es ist besser, die Katze jetzt vor die Tür zu setzen, bevor wir vor der Katze schreien oder irgendwie sowas. Warum haben wir überhaupt geschrien? Ja, warum schreit man im Streit? So hat das so, weißt du, was ich meine? Ich bin in der Öffentlichkeit und da wird jede Kleinigkeit so auf die Goldwaage gelegt. Und wer von euch schon mal eine Beziehung geführt hat, der weiß, wie schnell man emotional auch mal hochkochen kann und wie viel man voneinander preisgibt und wie viel man sich auch angreifbar macht und verletzlich macht. Aber ja, das zur Katze. Ich habe keine Katze beworfen, gequält oder irgendwas. Es gab keine körperliche Gewalt, weil ich hatte in ihrem Video gesagt, dass sie da noch nicht drüber sprechen möchten, dass es auch vielleicht körperliche Gewalt gab. Es gab keine körperliche Gewalt und das möchte ich mir auch nicht eben so andichten lassen. Es gab keine körperliche Gewalt. Das war's? Einfach, es gab keine körperliche Gewalt. Ich würde die Mutter von der Person ficken, wenn jemand das über mich behaupten würde in der Öffentlichkeit. Was ist das denn für eine Antwort? Es gab keine körperliche Gewalt. Ja, jetzt fragt ihr euch, was soll er denn sonst sagen? Natürlich, aber da wird man noch ein bisschen emotionaler oder man versucht doch näher darauf einzugehen. Ich hätte sie zumindest angezeigt wegen Rufmord. Das war das Schlimmste für mich, was sie ihm da vorgeworfen hat. Und die hat das auch nur so in einem Nebensatz erwähnt, als wäre das nicht der Rede wert gewesen. Nanny, bau doch dein Video darauf auf, wenn es tatsächlich körperliche Gewalt gab. Und sie hat es genau so ausgesprochen. Aber bau es doch nicht darauf auf, wie er deine Katze angeschrien hat. Oder dass er mit dir wenig Zeit verbracht hat. Man setzt doch den Fokus dann hier drauf. Das ist doch das Schlimmste, was da passiert ist. Jenny, tickt die noch sauber? Und er auch. Also irgendwas ist da vorgefallen. Ich küsse eure Herzen. Ey. Es war aber eine toxische Beziehung von beiden Seiten. Und ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt super unschuldig bin. Ich habe, wie gesagt, ich habe geschrien, ich war laut, ich war ein unangenehmer Beziehungspartner. Also ich war einfach kein guter Beziehungspartner. Und Welch hat auch gesagt, sie hätte nie behauptet, dass ich nicht genug wäre. Das hat sie tatsächlich gesagt. Aber sie behauptet in ihrem Video, dass es nicht so war. Ist okay. Also ich weiß ja, ne, ich weiß ja, was ich da erfahren habe. Ich war auch emotional abhängig in dieser Beziehung. Ich habe ja auch danach Fotos geschickt, wo ich im Bett lag und geheult habe mit Tränen am Kopfkissen und sehr viele super private Dinge, die in die Öffentlichkeit gezogen worden sind. Was nicht schön ist, aber ne, ist es halt jetzt so. Und ich sag nur, wie es ist. Laut meiner Ansicht, viele Dinge sind sehr, sehr überdramatisiert. Es war eine Beziehung, die nicht immer gut war. Es gab sehr viele liebevolle Momente, es gab schöne Momente, aber es gab auch halt eben Schattenseiten mit, sagen wir, emotionaler Gewalt und psychischer Gewalt durch Schreierei und sich gegenseitig beleidigen und fertig machen und solche Sachen. Und das war nicht schön. Was ist mit der Aussage, dass du sie zu Boden geschubst hast, sie Angst vor dir hatte, sie eingeschüchtert war, oder der Aussage, dass du doch tatsächlich Gewalt angewandt hast, weil er geht hier die ganze Zeit auf psychische Gewalt und Vic Alblali hatte angedeutet, dass Unge in seinem Statement, in seinem allerersten Statement, wo noch keiner irgendetwas von irgendeiner Sache da Wind bekommen hatte, reinschrieb, ja, es gab auch keine körperliche Gewalt. Hey, warum schreibt man sowas da rein? Ich schreibe ja auch nicht in irgendeinem Statement rein, ja, ich bin kein Mörder. Es sei denn, ich bin wirklich ein Mörder und schreibe das provisorisch rein, damit das nachher nicht gegen mich verwendet werden kann. Aber ich habe da doch schon gesagt, ich bin kein Mörder. So, es ist ziemlich verwirrend, das Ganze. Und das möchte ich hoffen. Also, ich möchte das nie wieder erleben und ich hoffe auch, dass sie sowas nie wieder erlebt. Und ich hoffe auch, dass keiner sowas erleben muss. Und falls ihr selber in so einer Situation seid, dann versucht euch so schnell wie möglich Hilfe zu holen und da irgendwie rauszukommen. Es ist nicht leicht, in so einer Beziehung irgendwie rauszukommen, wenn man auch emotional abhängig ist und so. Und es fiel mir selber schwer. Ich habe auch nach der Beziehung, wie gesagt, Therapie angefangen. Ich habe mich in der Beziehung, das hat sie auch gesagt, dass ich mich gegen Therapie ausgesprochen habe. Das stimmt. Ich habe in der Beziehung gesagt, ich brauche keine Therapie und ich halte davon nichts. Und nach der Beziehung habe ich es halt probiert und es hat mir tatsächlich geholfen. Allerdings, wie gesagt, möchte ich das Ganze nochmal vertiefen. Okay. Abschließend zum Thema Beziehung möchte ich sagen, dass eine Beziehung, wenn sie auseinandergeht, oft nicht schön ist. Also es ist selten geht eine Beziehung total schön auseinander. Es gibt bestimmt immer Situationen, auch von Leuten, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, wo irgendwelche, keine Ahnung, blöden Chats existieren oder blöde Momente in der Beziehung gab, die man im Nachhinein sich vorwirft oder so. In der Öffentlichkeit ist es halt so, wenn sowas passiert, dann, ist es halt nochmal so, dass viel, viel mehr Leute sich darin einmischen und viel, viel mehr Leute ihre Meinung dazu sagen. Und das macht es halt auch nicht leicht, ne? Ja. Aber grundsätzlich würde ich im abschließenden Punkt sagen,
Ich bin welche nicht irgendwie sauer oder irgendwas, also in Bezug zur Beziehung, dass sie jetzt im Nachhinein solche Sachen verbreitet, die nicht 100% Wahrheitsgehalt beinhalten, bin ich schon enttäuscht so, aber ich bin nicht irgendwie, ich habe keine bösen Gefühle oder keine Hass oder irgendwas gegenüber ihr. Ich möchte einfach nur, dass sie ihr Leben lebt, ich möchte mein Leben leben, ich möchte einfach kein böses Blut. Ja, okay. Ich habe viele Fehler gemacht in der Beziehung, ich habe mich scheiße verhalten, ich muss auf jeden Fall auch weiterhin stark an mir arbeiten. Ich bin aktuell in einer Beziehung, ich bin happy, ich habe eine Freundin, mit der ich mich sehr, sehr gut austauschen kann. Das ist eine sehr kommunikative Beziehung. Wir reden über alles. Sie hat das Ganze auch jetzt die letzten Tage mitverfolgt. Und ich bin happy, dass ich es aus dieser ganzen Zeit geschafft habe, rauszukommen. Auch mein eigenes Verschulden, ne? Dass ich das Ganze geschafft habe, so hinter mir zu lassen. Und Ja, das ist das Problem, wenn man zwangsweise versucht, in einer toxischen Beziehung drin zu bleiben, weil man sich irgendetwas erhofft, was nicht da ist. Völliger Bullshit. Es gibt tausend, hunderttausende andere Frauen da draußen, die ihr kennenlernen könnt. Und am Ende des Tages muss man sich so etwas nicht antun, weil man sowohl sich selbst schadet als auch dem Gegenüber. Ich freue mich für Unge, dass er jetzt eine neue Freundin hat. Wäre trotzdem schön gewesen, wenn er uns erzählt hätte, wie er sie kennengelernt hat, ob es die Freundin ist, von der behauptet wird, dass Unge mit ihr, der Rachel, fremdgegangen sein soll. Also Fragen über Fragen, die hier noch unbeantwortet sind. Aber das Video geht ja noch was. und jetzt eine Beziehung eben zu führen. So, nach der Beziehung mit Rachel hatte ich noch eine Beziehung. Ich hatte da in dem Statement gesagt, dass die Beziehung nach Rachel mit Marie war. Das ist natürlich ein Deckname gewesen. Und das ist eben, zum Jahreswechsel ist das geendet. Und ja, ich habe jetzt eine Beziehung und möchte eigentlich einfach nur, so wie jeder Mensch, geliebt werden und auch Liebe senden. Und das Ah, klingt das sehr war die. kitschig, aber ich bin einfach gerade happy, wie es ist. So, und ja, so ist es. Okay, gut. Wir haben jetzt hier viel über das Thema geredet. Jetzt kommen wir zu der alpha Sache. Falls ich irgendwas vergessen habe, ja, ich werde versuchen, noch irgendwas danach zu rechnen. Vielleicht auf Instagram, in der Story oder so. Warum? Warum macht man ein Statement, wo man die Landschaft filmt? Null vorbereitet, null Skript, null Leitfaden, einfach nur schlecht. Ich küsse doch dein Herz, du bist doch nicht erst seit gestern auf YouTube. Ekelhaft. Ich möchte hier unter dem Video eigentlich keine Kommentare. Ich möchte das einfach nur für die Leute, die es anhören möchten, meine Meinung anhören. Ich möchte hier einfach keine Kommentare. Ich möchte einfach nur das Video posten. Ich habe keinen Bock auf diese, sagen wir mal, Leute, die einfach nur hassen wollen, weil sie sich hoffen, dass irgendwo jemand gecancelt wird, dass irgendjemand einen Downfall hat und so. Und das ist auch okay, das dürft ihr gerne hoffen. Und dazu habe ich auch auf Twitter halt eben geschrieben, dass es mir egal ist, was Leute sich wünschen von mir. So ist es egal, wenn Leute denken, ich muss irgendwas überspielen oder irgendwas. Ich habe gesagt, es ist mir egal. Also ich habe einen Twitter-Post gemacht, wo ich gesagt habe, es ist mir einfach egal, weil ich in Rente bin. Ich habe ausgesorgt für meine ganze Familie und das ist kein Flex mit Geld oder so. Das ist einfach nur, damit man versteht, ich muss nicht meinen Ruf retten, ich muss nicht irgendwie auf Social Media irgendwas machen. Ich mache mein Ding offline, so mein Ding. Es ist für manche Leute natürlich unsympathisch, dass ich da so über Geld rede oder irgendwas. Und ja, es ist aber einfach mein Leben. So, zu dem Ibladi-Thema. Naja, wer will schon, wenn er jahrelang so einen guten Ruf genossen hatte, mit so einer Scheiße seinen Abgang vollziehen, dass er so negativ in Erinnerung der Leute bleibt? Schön und gut, dass er ausgesorgt hat, glaube ich ihm. Es gibt Menschen, die haben ausgesorgt, die können mit dem, was sie außerhalb des Internets haben, schön leben. Nicht nur die, vielleicht sogar deren Kinder. Er hat mehr als genug Geld. Trotzdem will niemand seine Karriere so beenden, so in der Erinnerung der Menschen bleiben. Und er hat zurzeit einen ganz, ganz ekligen Ruf. Wenn nicht sogar, wenn man sich die Kommentare unter anderen Videos anguckt, einen nahezu gleich schlechten Ruf wie in ApoRed, was schon sehr, sehr krank ist. gibt es hier auch ein paar Notizen. Diese Notizen zusammengefasst wurden übrigens von einem Twitter-User, der hat da ganz viel zusammengefasst. Bilal, grüße ihn raus. Hat auch sehr viel Negatives über mich geschrieben, aber ich nehme es ziemlich übel. Wie gesagt, man kennt die eine Seite und das hört sich halt alles auch sehr glaubwürdig an. Und wer es auch weiterhin glauben möchte, dass es genauso passiert ist, das ist auch völlig okay. Ich möchte, wie gesagt, nur einfach mir von der Seele reden, wie es wirklich ist. Also für mich, ja? Und ihr müsst mir nicht irgendwie glauben, ihr müsst mir nicht verzeihen oder irgendwas. Trotzdem möchte ich mich entschuldigen für die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Und das habe ich ja schon aufgezählt, sind eine Menge. So, kommen wir zum Thema Iblali. Da habe ich auch vieles falsch gemacht in der Vergangenheit. Das muss ich auch selber eingestehen. Aber was ich an dieser ganzen Iblali-Videogeschichte krass fand, war, dass viele Sachen,
die er so schildert, habe ich eins zu eins genauso nur aus meiner Perspektive erlebt. Und deswegen frage ich mich im Nachhinein jetzt, wo ich das Video sehe, haben wir einfach beide so krass aneinander vorbeigelebt und geredet? Oder was ist der, ja, wo ist der springende Punkt? So, warum haben wir da eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht? Weil ich habe nämlich genau die gleiche Erfahrung nur andersrum gemacht. Zur Zusammenfassung von Iblali steht 2015, also das hat Iblali im Video alles gesagt und ich habe jetzt einfach nur diese Punkte. 2015, ich habe hier so ein Screenshot davon. Okay. 2015 hatte unheimlich was mit Iblalis Ex-Freundin. Und das stimmt. Ich hatte was mit Iblalis Ex-Freundin. Und ich muss aber davor erwähnen, dass. Also, es ist trotzdem also absolut nicht korrekt, so, weißt Junge, es stellt sich einfach alles als wahr heraus. Was für ein Schädesis, was für ein ehrenloser Schmock und macht mir da einen auf Saubermann im Internet. Corona, Corona, deine Fresse lang mit deinem Corona. Bah! ich kannte ihn ja. Wir waren nie Freunde, wir waren nie mega gute Homies oder so, wir waren Bekannte. Wir haben halt bei YouTube gemacht, haben uns auch halt getroffen mit anderen in der Gruppe und auch mal alleine und so, aber wir waren nie irgendwie dicke Freunde oder irgendwie sowas. Aber ich hatte was mit seiner Ex-Freundin, ja, das stimmt. Und es ist korrekt, nein, ist es nicht. Zu der Thematik Ex-Freundin muss ich auch ein paar Sachen dazu sagen. Diese Person, die Iblali als Mara bezeichnet, war laut ihrer eigenen Ansage, also ich habe mit ihr darüber gesprochen, darüber haben wir uns kennengelernt, mit Victor irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, deswegen möchte ich jetzt hier keine genauen, also alles, was ich davor gesagt habe, weiß ich schon hundertprozentig, deswegen habe ich das auch ganz klar so gesagt. Aber jetzt sage ich nur etwas, was ich aus einer Erinnerung heraus sage. Es kann auch falsch sein, dass sie sehr, sehr kurz, ich sage jetzt deswegen keine genauen Zeitspannen, aber sie war sehr, sehr kurz mit Victor zusammen. Und es kam dazu, dass da irgendwie mehr passieren sollte und sie wollte das nicht und hat ihm gesagt, dass sie keine Beziehung möchte. So. Und wir haben uns kennengelernt, haben uns sehr, sehr gut verstanden und ja, es lief auch was. Und sie hat mir sehr, sehr viele Sachen von Vic erzählt, die er so gemacht hat, in Bezug zu Psychoterror gegenüber ihr. Sehr viel hat er von seinem Video selber erzählt, aber halt so dargestellt, als wäre es so eine Kleinigkeit. Die Mara hatte damals eine beste Freundin, die sie über ein Online-Spiel kennengelernt hat. Das Online-Spiel hieß Ragnarok Online. Und ihre Freundin war sehr jung. So, ich weiß auch nicht genau das Alter, aber ich auf jeden Fall minderjährig und ich denke so in Richtung 15. Und sie war super jung. Sie haben sich online kennengelernt, also die Mara und dieses junge Mädchen, und hatten online, also Ragnarok online gespielt und haben sich gut verstanden, auch trotz des Altersunterschieds, und haben halt zusammen gezockt und so, ne? Ist ja auch, spricht ja nichts dagegen. Und diese Person, also es war damals die beste Freundin von Mara, wir nennen sie einfach mal A Punkt. Und als Mara nicht mehr mit Viktor zusammen sein wollte, hat Viktor laut ihrer eigenen Angabe sie sehr bedrängt und er hat sich so in den Freundeskreis infiltriert. Und zwar ist er plötzlich der beste Freund von dieser 15-Jährigen, oder ich weiß nicht, wie alt sie damals war, kann jemand von den Beteiligten, die das damals dabei waren, vielleicht irgendwo bestätigen. Er hat sich damals auf jeden Fall dann mit dieser 15-Jährigen getroffen und war dann auf einmal ihr bester Freund. Und sie hat dann auch so Tweets gemacht und auch irgendwie online so Sachen gepostet wie, ja, A Punkt ist meine beste Freundin. Und das hat er natürlich sehr bewusst gemacht und ich glaube, das weiß Victor auch, dass es damals nicht korrekt war, was er da gemacht hat. Ich schwöre, die haben alle einen Dachschaden. Das ist nicht mehr normal, was da abgeht. Das hat er alles gemacht, weil er die andere eifersüchtig machen wollte. Ich küsse eure Herzen, Junge. Was ist los mit euch? Um halt eben Lena so dieses Gefühl zu geben, ja, deine beste Freundin ist jetzt meine beste Freundin. Und es war krass Psycho, was da abging. Also, das hat Victor in seinem eigenen Video so teilweise angesprochen, aber so sehr harmlos, so als ob so, ne? Und es war krass Psycho. Vielleicht wird sich Mara irgendwann zu dem Thema äußern, vielleicht auch nicht. Es ist das, was ich so erzählt bekommen habe, das, was ich so mitbekommen habe. Ich habe auch sehr viele Chats gesehen und ich hatte damals das Gefühl, dass ich diese Mara eben in Schutz nehmen muss, oder ich wollte sie in Schutz nehmen. Wie gesagt, wir haben uns sehr gut verstanden. Wir hatten auch was miteinander und haben auch sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und ja, das ist auf jeden Fall zu dem Thema. Ayblalis Ex-Freundin, da ist sehr, sehr viel noch drumherum passiert. Ich möchte jetzt gar nicht zu weit ausholen. Wie gesagt, ich möchte niemanden irgendwie schaden oder irgendwas. Ich will einfach nur meine Stellung beziehen. Ich finde es trotzdem nicht. Oh, warte mal, da ist mein Finger. Ich finde es trotzdem nicht cool, dass ich da irgendwie mit der Mara zusammengekommen bin und mit ihr was hatte, weil ich wusste, dass da was mit. Vergleicht mal die beiden Videos miteinander. Das Zerstörungsvideo von Vic, wo er selbst behauptet, es wäre kein Zerstörungsvideo. Und hier das Statement von Unge. Das ist so langweilig, so Schrott, so Müll. Er gibt sein Bestes. Er ist stets bemüht, würde man sagen.
Aber, oh Bruder, bitte, bei so einer ernsten Thematik, dir nicht mal die Mühe zu machen, ein Skript zu schreiben, dich wie ein Mensch vor die Kamera zu setzen und Tacheles zu reden, dass man dir in die Augen schauen kann. Auch deine Ex hat sich das getraut, die nicht versiert ist, vor der Kamera zu setzen, die nicht daran gewöhnt ist. Ich küsse dein Herz, also ekelhaft. Al-Bilali vorher lief und war es korrekt? Nein. Bin ich ein Arschloch? Ja. Hätte ich das machen sollen? Nein. So. Ich habe mich nie dafür entschuldigt. Wird auch, also es wird gesagt, als ein Punkt, ich habe mich nie dafür entschuldigt. Und das stimmt, ich habe mich auch bei Victor nie dafür entschuldigt, weil ich weiß nicht, wofür ich mich hätte entschuldigen sollen, weil ich mit Victor eben nicht super close war. Und ich weiß ja eben, was da damals für ein Psychoterror Victor gegenüber von dieser, Victor gegenüber zu Mara passiert ist. Und ich hatte für mich nie das Gefühl, ich bin derjenige, der sich irgendwie entschuldigen muss. Wollte aber trotzdem nicht irgendwie da. Ich wollte einfach kein Beef, ich wollte einfach nichts. Ich wollte einfach mit diesen Menschen nichts zu tun haben, weil das sich schon sehr, sehr krass angehört hat. So. Dann hatte ich mich irgendwann, also irgendwann 2019 wurde irgendwie das Ganze öffentlich gemacht. Also beziehungsweise Mara hat es dann Victor erzählt, dass es damals so lief. Und Victor und ich hatten uns auch irgendwie ausgesprochen, aber nicht zu dem Thema, sondern einfach allgemein. Wir haben uns auch wieder getroffen. Und ich dachte mir so, wenn Mara das Ganze so, das Thema hinter sich gelassen hat und da gut mit umgehen kann und das eben jetzt abgeschlossen ist, dann warum gibt es für mich auch keinen Grund mehr, da jetzt nach Jahren, das sind ja seitdem schon 4 Jahre irgendwie vergangen, irgendwie noch übel nachtragend zu sein. Und ja, ich habe dann mir gedacht, okay, ich möchte nicht für immer irgendwie Beef haben mit irgendeiner Person und habe Victor zu mir nach Hause eingeladen. Wir hatten normal miteinander gechillt, wir waren jetzt immer noch nicht irgendwie Freunde oder so, einfach YouTube-Kollegen und wir haben uns aber tatsächlich da nach vielen Jahren endlich mal wieder ganz gut verstanden. Wir konnten miteinander normal umgehen und ich hatte das Gefühl, okay, es ist viel Scheiße passiert. Victor hat viel so Psychoterror gemacht gegenüber Mara damals, auch gegenüber mir, weil er halt rausfinden wollte, was da los war. Und blablabla. Und dann war irgendwie alles okay. Ich dachte mir, okay, vielleicht ist es an der Zeit einfach zu vergeben und vergessen. Dann hatte aber Victor in dieser WhatsApp-Gruppe, also er hatte so eine WhatsApp-Gruppe, die ist die Liga, hat er über mich gelästert. Und das, nachdem ich ihn zu mir nach Hause eingeladen habe und nachdem wir uns eigentlich gut verstanden hatten, hat er so über mich gelästert. Das hat er auch selber in seinem Video da sehr, sehr harmlos, aber er hat es in seinem Video auch selber eingeblendet und zugegeben. Aber es war verletzend. Also es war halt wirklich verletzend, weil ich mir dachte, ich habe diesen Schritt auf Victor zugemacht und auch vergeben. Er ja auch auf mich. Also wir haben uns beide, wir haben beide einen großen Schritt aufeinander zugemacht, haben vergeben. Und dann kommt wieder sowas. Ich habe keinmal irgendwie über ihn abgelästert oder irgendwas. Und er hat an dieser Gruppe so über mich halt abgelästert. Einer aus der Gruppe hat es mir dann halt weitergeschickt und das hat mich schon sehr gebrochen damals, weil ich mir dachte, boah, krass, ich bin so dumm und naiv, ich bin so. Er hat sich weiter geschickt. Er wollte sagen, er hat's weiter gesnitcht. War Bushido in dieser Gruppe? Würde einiges erklären. So dumm, ich habe ihn wieder so auf mich zukommen lassen, ich habe wieder das Ganze irgendwie so abgeschlossen und dann kommt wieder das Messer in den Rücken. Und das war der Moment, wo ich dachte, ich möchte mit Viktor eigentlich in meinem Leben nichts mehr zu tun haben. Aber natürlich war Victor auch in Sachen verwickelt, wo ich nicht ihm immer ausweichen konnte, weil er halt auch eben YouTuber war. Das heißt, wir hatten zum Beispiel so ein Smash-Turnier, wo er auch dabei war und ich auch. Und ich habe das Ganze überspielt. Ich habe mit ihm auch da gezockt. Ich habe aber nicht, ich war mit ihm nicht mehr close oder irgendwas, aber ich habe nicht, ich habe kein Drama gemacht. Ich habe es aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Ich habe kein Drama gemacht. Ich wollte einfach nur, dass alles harmonisch ist. So. Und dann ist Victor, hatte Victor vor, nach Madeira zu ziehen. Und jetzt kommt was, was richtig krass ist. Also Victor hat mich angeschrieben und mich halt gefragt, ob er, also ob ich ihm halt irgendwie da mit irgendwas helfen kann, vermitteln von irgendwelchen Sachen. Und ich war zu dem Zeitpunkt ja noch so, dass ich mit Victor nichts zu tun haben wollte. Also wir hatten uns davor nochmal getroffen in so einer Villa, wo die ganzen YouTuber gechillt haben und im Urlaub da waren. Da hatten wir auch zusammen da gesessen und haben ganz normal geredet. Und wie gesagt, ich wollte da kein Drama, ich wollte einfach nur, ich war harmoniebedürftig, wollte einfach kein Drama, aber ich habe mich halt nicht, ich wollte mich nicht anmerken lassen, dass ich ihm nicht mehr vertraue. So, ich wollte keinen Stress. Für mich ist so, ich muss jetzt mit ihm kein Beef haben, aber ich vertraue ihm nicht als Mensch. Ich möchte auch mit ihm nichts zu tun haben. Und dann ist er nach Madeira gezogen und hat mich gefragt, ob ich ihm irgendwie helfen kann. So. Und obwohl er auch die Nummern von anderen Leuten hatte, die auf Madeira diese ganzen Kontakte auch hatten, hat er sich halt entschieden, mir zu schreiben. Und in dem damaligen Fall habe ich es so ein bisschen als auch, ja, ich habe es damals auch so gesehen, wie nach dem Motto, eine Kontaktaufnahme vielleicht auch wieder ein bisschen. Und ich war aber mit dem Thema durch. Ich wollte nicht mehr und ich wollte mich nicht nochmal verarschen lassen. Und das ist jetzt die einzige Privatnachricht, die ich leak und das ist überwiegend meine, weil es meine Antwort darauf war. Das war meine finale Antwort auf Vicks Twitter-Nachricht damals und das war diese hier. Und da hat er halt geschrieben, das Thema, ob du es glaubst oder nicht, also da war noch viel davor und da habe ich einfach nur geschrieben, viel Erfolg,
aber dafür habe ich kein Verständnis. Wünsche dir weiterhin das Beste für dein Leben, aber ich möchte absolut nichts mehr mit dir zu tun haben, weder jetzt noch in Zukunft. So, ich habe ihm also klar gesagt, was ich von ihm halte, aber ich wünsche ihm nichts Schlechtes. So, ich möchte, er soll sein Leben leben, aber ich verstehe nicht, warum er nach diesem Hin und Her zu mir gekommen, also so zu mir gekommen ist mit dieser Nachricht. So, und jetzt hat Victor das so dargestellt, als ob ich ihn von, also ich war der Hauptaggressor, der ihn von Madeira runtergeekelt hat. Und wie er selber in seinem Video schon gesagt hat, Madeira, es leben hunderttausende Leute hier auf der Insel, man kann sich aus dem Weg gehen, man muss sich hier nicht irgendwie runterekeln. Ich habe ihn nie gesehen, als er auf Madeira war. Also ich habe ihn nicht einmal gesehen. Also ihn, so. Ich bin aber nicht ganz unschuldig, weil ich habe natürlich meine negative Haltung ihm gegenüber auch anderen Kollegen mitgeteilt, weil ich auch nicht wollte, dass nochmal sowas passiert. Ich habe gesagt, hey, wenn irgendwas mit Victor geht, ich möchte mich da gerne raushalten, ich möchte mit dem nichts zu tun haben, ich möchte da auch nicht irgendwie mit dem treffen. So, und das habe ich den anderen auch gesagt. Jetzt im Nachhinein wurde es dann so dargestellt, dass ich, also von manchen Leuten, dass ich den Leuten gesagt habe, die dürfen mit Victor nichts machen. Nia war ja in Victors Video und hat auch gesagt, ja, ich hätte gesagt, du kannst ruhig was mit Victor machen, aber ich finde es halt nicht so cool. Und ja, das ist halt einfach genau das. Wenn jemand mich so behandelt hat und dann sage ich halt zu anderen Kollegen, jo, du kannst klar was machen, aber ich finde es halt nicht cool. So, und wer das schlimm findet, okay, dann findet das schlimm, aber das ist meine Meinung, da stehe ich auch hinter. Ich habe aber niemandem gesagt, ihr dürft auf keinen Fall irgendwas mit Victor machen. Ich habe aber trotzdem Leuten meine Erfahrung mit Victor geschildert. Und ich war nicht der Einzige, sondern in dieser ganzen Gruppe von YouTubern, Streamern, whatever, haben fast alle eine negative Erfahrung, mindestens eine negative Erfahrung mit Victor gehabt. Und jetzt so darzustellen, als wäre ich der Hauptaggressor, also Nia selber ist im Video von Victor und sagt, ich war so der Hauptaggressor. Toni und Nia hatten damals einen Kanal zusammen mit Victor, der hieß Bücherclub. Und dieser Kanal, also das könnt ihr alles nachgucken, ihr werdet auch für Indizien finden und ihr werdet auch dafür Beweise finden, dieser Kanal hieß Bücherclub und das war Toni und Nias Existenz zu der Zeit. Also die beiden hatten mit Victor einen Kanal und das war ihre Existenz. Victor hatte Streit mit den beiden, damals hat er nichts mit zu tun, das ist schon in Deutschland gewesen. Victor hatte Streit mit den beiden und hat den Kanal umbenannt zu, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es war vorher Blablog, dann war es Bücherclub und dann war es Vic. Vic ist Hauptkanal. Doch, ich glaube, Vic war es dann, weil iBlali ist Hauptkanal. Es war früher Blablog, dann war es Bücherclub, da hatten die es zu dritt gemacht und dann hat er, also das war, ich kenne ja Vics Sicht gar nicht, weil ich mit Vic ja gar nicht geredet habe, aber das war die Sicht der anderen beiden, die so über Victor vor mir geredet haben. Die haben gesagt, ich sag doch, alle Heuchler, wenn die mit Unge sind, reden die ihm alles nach. Wenn die bei dem anderen sind, reden die ihm alles nach. Und ich erinnere mich noch an diese beiden, die mit iBlali zusammen Videos gedreht haben, diese Bücherclub-Sache. Hab mir einige davon sogar tatsächlich reingezogen. Die waren auch auf dem iBlali-Kanal öfters zu sehen, in diesen coolen, aufwendigen Videos, die der da gedreht hat. Er war quasi nach Julien Bam der zweitkrasseste Videoproducer, meiner Meinung nach. Auch wie gesagt, die beiden haben ihm heftig geholfen und das, was jetzt hier wieder rauskommt, wieder gottlos und ekelhaft. Ihr seht, alle von denen scheinen gleich zu sein. Blah. Sagt, jo, wir hatten einen Kanal zusammen und Victor hat uns aus dem Kanal rausgekickt und hat uns quasi auf die Straße gesetzt und wir haben dann eben zusammen den Kanal Turnier angefangen. Das war der Grund, warum Turnier überhaupt gestartet ist, so, weil Victor die beiden aus dem Kanal raushaben wollte. Und deswegen haben die beiden auch keine positive Meinung damals gehabt, dass es sich jetzt wieder geändert hat. Ja, das ist halt, weil diese ganzen Influencer Fähnchen im Wind sind. Und immer da hingehen, wo es gerade noch was zu holen gibt. Und bei mir gibt es halt nichts mehr zu holen, weil ich halt auch nichts mehr mache und ich mit den meisten Leuten auch nicht mehr cool bin, weil ich mein eigenes Ding mache. Ich habe Freunde, die alle Offline-Leben haben und die auch jetzt in der Situation und dieser Phase zu mir halten. Und das können diese ganzen Influencer oder viele von diesen Influencern nicht ertragen. So, jetzt fährt da gerade ein LKW vorbei. Müssen wir ganz einen Moment warten. Ich weiß nicht, wie laut das im Handy ist. Bruder, was okay. Ein Statement. So. Also, ihr könnt es auch nachgucken. Es gab damals auch so Kissen zusammen bei Moodrush von Vic, Toni und Nia mit den Köpfen von den dreien. Die hatten damals, wie gesagt, diesen Bücherclub-Kanal. Die haben damals zusammen Videos gemacht, Merch zusammen gehabt und alles. Und Victor hat die damals rausgekickt. Und die haben mir erzählt, wie negativ das Ganze war und was für ein toxischer Mensch der ist und so. Und jetzt heißt es so, ich bin der Hauptaggressor. Dann gab es noch andere, die dort waren und auch genau das Gleiche über Victor erzählt haben. Ich möchte jetzt keine weiteren Namen nennen, weil ich möchte niemanden in die Pfanne hauen. Das mit Toni und Nia habe ich nur gesagt, weil Nia sich selber in einem Video zu Wort geäußert hat. Und das ist halt einfach mein Konter darauf. Aber zu den anderen Leuten, die sich dazu geäußert haben, möchte ich mich nicht zu Wort melden. Ich habe vielen Leuten davon erzählt, dass ich von Victor keine gute Meinung habe, aber könnt ihr das nicht verstehen? Also würdet ihr nicht auch selber, wenn ihr sowas erlebt hättet, auch euren Freunden warnen oder eure Freunde erzählen, dass ihr keine gute Meinung von ihm habt? Ich hatte mit Victor auf Madeira nichts zu tun. Ja, ich habe mit Leuten gechillt, die alle eher anti-Vic waren und ich habe auch mit Leuten über Vic gelästert, klar, in so einer Gruppe, wo man dann irgendwie mehrere Leute haben, da so ein gemeinsames Feindbild, dann redet man auch schlecht und so habe ich auch gemacht, möchte ich mich auch nicht von rausreden. Ich war auch nicht die heilige Maus so, ich habe auch Scheiße gebaut, wie gesagt, ich habe mich nicht korrekt verhalten und das möchte ich nicht abstreiten, aber mich dazu darzustellen, als wäre ich der Hauptaggressor gewesen, ist einfach nicht richtig. Ich bin auf jeden Fall ein Mensch gewesen, der nicht pro Victor war,
damals, weil ich wollte mit ihm einfach nichts zu tun haben, aber da war ich nicht alleine, sondern das waren so gut wie alle. Und ja, das ist einfach, das ist die Wahrheit und das ist wirklich Fakt. So, kurz nur damit das auch mal klar ist, weil so getan wird, ich hätte Victor von Madeira. Und auch diese Aussage, ich hätte irgendwelche Makler dazu beauftragt, ihnen keine Wohnung zu geben, ist natürlich völliger Quatsch. Ich habe in dieser Runde sicherlich mal so Scherze darüber gemacht. Wir haben auch sehr, sehr geschmacklose Scherze über viele Dinge gemacht. Und ich habe sicherlich auch gesagt, das und das, wir verhindern das, wir machen Straßenblockade und solche, so Quatsch halt, was man halt so redet, weißt du? Aber natürlich haben wir nichts gemacht. Und Victor hatte eine Wohnung sofort auf dieser Insel und hatte da auch dann eben gelebt. Aber ich habe mit ihm mich nicht getroffen, ich wollte mit ihm nichts zu tun haben. Das habe ich ihm auch genau so mitgeteilt. Okay. So. Junge, was ein Statement. Ja, ich glaube, das waren alle wichtigen Punkte. Falls ich irgendwas vergessen habe, ich versuche, wie gesagt, auf Instagram die Sachen danach zu holen. Es ist jetzt doch sehr lang geworden, fast 40 Minuten das Video ist es uncut. Und ja, ich habe mir jetzt mal von der Seele geredet, weil ich dargestellt werde wie das größte Monster. Und dabei bin ich nur ein kleines Monster. Nee, ich habe mich nicht korrekt verhalten. Ich habe wirklich manipulative Züge an den Tag gelegt. Habe ich auch in meiner damaligen Therapie drüber gesprochen. Ich habe auf jeden Fall manipulatives Verhalten an den Tag gelegt. Ich habe gelogen, ich habe gelästert, ich war ein richtiges, dreckiges, kleines Arschloch. Und ich habe in der ganzen Zeit, seit damals, auf jeden Fall viel dazugelernt, aber ich bin nicht perfekt und werde ich auch niemals sein. Ich werde weiterhin an mir arbeiten. Ich werde mein Leben leben, mein Offline-Leben. Und ich hoffe, dass ihr euch alle mal auch darüber im Klaren seid, dass diese ganze Sache, die online passiert und wo in einem Streit, wo zwei Leute vielleicht involviert sind oder eine Beziehung oder wo vielleicht drei Leute involviert sind, dass dann, wenn dann 100 oder 1000 Leute da reingehen, dass natürlich sowas eskaliert und hochkocht, ne? So. Und ja. Das, ich glaube, ich habe alles erzählt. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Pino! Kleine Maus. Na, bist du die ganze Zeit am Graben, aber der ist die ganze Zeit am Graben. Die ganze Zeit am Graben, an der Schrägen. Was ein Statement! So. Ja, also ich muss sagen, das Tequila-Ding hat mich schon mit am meisten gestört. Also die ganzen Sachen von der Bali, es ist nicht so, dass mich das jetzt massiv stört oder so. Ach ja, warte, eine Sache habe ich vergessen, dieses Lurk-Girly-Thema. Yo, komplett peinlo. Ich habe mir einen zweiten Twitter-Account gemacht, der hieß Lurk-Girly. Ich habe als so ein Thema damals war, wo ich keine Lust hatte, meinem Hauptaccount irgendwie zu schreiben, habe ich mich damals mit dem zweiten Account selbst verteidigt, also nach dem Motto als dritter Person, nach dem Motto, ey, Unger hat da schon recht oder so, übel peinlich, ja, ist giga cringe, nehme ich komplett auf meine Kappe, so, das stimmt zu 100%, also die ganzen Lurk-Girly-Sachen stimmen, mega peinlich, aber, ja, kann ich mit leben, stehe ich hinter, so. Ich habe in diesem ganzen Video alles so gesagt, wie ich es erlebt habe und wie ich der Meinung bin, dass es die Wahrheit ist. Ich möchte niemandem seine Wahrheit irgendwie absprechen und ich möchte jetzt ja auch nicht, wie gesagt, irgendwelche weiteren privaten Chats oder so leaken, aber, ja, ich wollte einfach nur mich zu Wort melden, weil ich werde jetzt erstmal offline bleiben, ich werde mich um das Therapiethema kümmern, ich nehme das sehr ernst, weil ich bin nach wie vor nicht in der Position, dass ich irgendwie, ja, alles richtig mache und so und ich möchte auch, dass meine jetzige Beziehung einfach so, wie sie gerade ist, auch bleibt und funktioniert und ich bin super, super happy, meine Freundin ist ein übelst krasser emotionaler Support, auch jetzt in dieser ganzen Phase, wo so viele Leute halt auch so viele Hassnachrichten schreiben und auch meine Freunde, mit denen ich chille, halten mir den Rücken und das weiß ich jetzt schätze, in dieser Zeit erkennt man die Leute, die wirklich hinter dir stehen und ich habe auch vielen Influencer-Kollegen, mit denen ich noch cool bin, gesagt, äußert euch dazu öffentlich nicht, sonst macht ihr euch selber nur zur Zielscheibe, sehr viele Leute haben mir privat geschrieben, Kuss an alle von den Leuten und die Leute, die sofort auf den Zug aufspringen, ja, es ist okay, ich nehme es euch auch nicht übel, weil es ist sehr glaubwürdig gewesen und es ist auch vielleicht wie nach wie vor für Leute noch immer glaubwürdig, das ganze Thema, aber nicht alles ist immer nur so, wie es eine Seite darstellt. Ihr kennt es selber, wenn ihr einen Streit schon mal hattet oder... Junge, was labert der? Der hat doch gerade über 90% der Sachen zugegeben. Der Satz, den er am häufigsten benutzt hat, war, ja, hat der recht, es war so. Ich war hinterhältig, ich war dies, ich bin in Therapie, bla bla bla. Was labert der jetzt da? Die drauf aufgesprungen, sehr lang. Die hat sich alles von der Seele geredet. Du hast 90% davon zugegeben. Die einzigen Punkte, wo er gesagt hat, beziehungsweise der Hauptpunkt, wo er meinte, nein, das war auf keinen Fall so, was aber sehr, sehr suspekt klingt, vor allem, wenn man sein Statement doch im Hinterkopf hat, bevor überhaupt irgendetwas gedroppt wurde, droppt er ein Statement, wo er direkt reinschreibt, es gab keine Gewalt. Hey, du weißt doch gar nicht, worüber sie reden will. Warum schreibst du in dein Statement rein, es gab keine Gewalt? Bro, ich küsse dein Herz. So, das war der einzige Punkt, wo er gesagt hat, ja, das stimmt so nicht. Alle anderen Punkte hat er doch gesagt, ja, die hat recht gehabt. Bruder, ja, was ist los mit dir? Oder irgendwie Auseinandersetzung, der eine erzählt so, der andere erzählt so. Die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo in der Mitte. Und ja, ich habe viel Scheiße gebaut, ich bin kein Engel und ich möchte einfach
versuche an mir zu arbeiten. Ich werde mich um das Therapiethema bemühen und werde mich so lange aus dem Internet, zumindest mit Hauptvideos hier auf dem Kanal und allem zu dem Thema, werde ich mich, wie rede ich so allem, also ich besoffen, werde ich mich auf jeden Fall aus dem Internet raushalten. Ich werde nichts im Internet tun, was mir jetzt Geld einbringt. Ich werde keine Placements machen, ich werde keine Videos machen oder so. Ich möchte mir aber trotzdem noch weiterhin die Freiheit lassen, mal auf Twitter was zu kommentieren oder auf Instagram und ohne dass dann Leute schreiben, hey, ich dachte, du bist in Rente, ich dachte, du hörst auf, blablabla. Ich werde weiterhin auch Sachen mal posten, aus meinem Privatleben vielleicht oder auch zu bestimmten Themen, aber ich werde nichts mehr im Internet machen, was irgendwie Geld einbringt. Und dahingehend könnt ihr euch auch sicher sein, dass ich keine Absichten habe, irgendwie meinen Ruf oder irgendwas zu retten oder zu verteidigen. Dieses ganze Online-Drama und das ganze Psychoterror und alles, was da passiert ist, das ist passiert, sobald ich Twitter öffne und Social Media, aber wenn ich hier bin, in der richtigen Welt, kriege ich davon halt nichts mit. Und das ist sehr schön und ich glaube, das sollten sich auch viele Menschen mal zu Herzen nehmen, auch die Leute da draußen, die vielleicht nicht in der Öffentlichkeit stehen, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, Probleme habt mit irgendwelchen Leuten, die euch online belästigen oder so, einfach mal, wenn es schlimm ist, das Ganze zur Anzeige bringen. Das werde ich übrigens auch tun bei Verleugnungen. Die Leute, die behaupten, dass Dinge, die so geschildert worden sind, passiert sind. Das werde ich natürlich auch zur Anzeige bringen, weil ich mir auch nicht solche Sachen gefallen lassen muss. Muss sich niemand. Und einfach mal das Internet ausmachen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Okay, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns irgendwann mal wieder. Ich wünsche euch nur das beste Leben. Kuss geht raus. Ciao. Junge, was ein peinliches Statement, so langweilig, hat halt überhaupt keinen Bock gemacht, sich das reinzuziehen und ich will, dass ihr da auch mal durchmisst. Ich musste mir das gerade antun, ich mache das jeden Tag, ich cutte jede Pause weg, jedes M, vor allem bei TikTok ganz schlimm, hier war es auch nochmal relativ schlimm, vor allem bei so einem großen YouTuber hätte ich das nie erwartet. Ich will ganz kurz zu dem Ende dazu was sagen, er sagt, Verleumdungen werde ich anzeigen, Bro. Deine Ex-Freundin hat das behauptet. So, zeig sie erstmal an, wenn das nicht stimmen sollte. Warum machst du das nicht? Ja, ich will, dass wir Frieden haben. Für mich ist das Ding damit erledigt. Sie hat das behauptet. Sie hat das so hingestellt, als wäre es so. Zeig sie an. Aber insgesamt zum gesamten Video. Er hat seine Sicht erklärt. Das mit Al-Blali klang sehr plausibel. Deswegen habe ich euch bei dem Al-Blali-Video gesagt, ey, Vorsicht. Wir warten erstmal ab, was der Unge dazu sagt. Und dann werden wir irgendwo vielleicht in der Mitte die Wahrheit finden. Die haben beide das Ganze komplett unterschiedlich aufgefasst. Kann sein, dass Al-Blali auch einen großen Teil Mitschuld an der ganzen Situation trägt. Aber das mit seiner Ex-Freundin, sage ich euch, wie es ist, sehe ich Unge in der Schuld. Er hat aber wenigstens in diesem Statement sehr vieles zugegeben. Kuss geht raus hier an der Stelle an ihn. Er hätte auch alles komplett von sich wegweisen können, wie es die eine Annie the Duck gemacht hat. Das Statement da war ja komplett katastrophal, aber wenigstens gut geschnitten. Trotzdem unterm Strich wünsche ich ihm nur das Allerbeste. Er hat sich ja jetzt in Therapie begeben, so wie er selber sagt. Er arbeitet an sich und mehr kannst du von einem Menschen nicht erwarten. In dem Sinne, passt auf euch auf. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.